So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel im Europapokal. Zweiter Spieltag der Gruppenphase. SC Magdeburg gegen Tatabánya KC. Vor 3019 Zuschauern. Endstand 30-25 zur Halbzeit 17-13. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der ungarischen Gastmannschaft mit 6 Toren Miloš Vujović und 5 Tore durch Demis Grigorasch. Sowie auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Michael Damgard mit 9 Treffern sowie 4 Tore von Nemanja Zelenovic. Soweit diese kurzen statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Vladan Matic bei der Pressekonferenz und bitten für diese Begegnung um sein Statement. Please, your statement to this game. Yes. Hello everybody. One more time, congratulations from home team. I think it's a good school for us. We have the new team with 10 players this year, and we need a time. But today we have the problem with too much respect. We played too much respect Magdeburg, and I think in the first half we had the four situation when a pivot four Zitzer. From goalkeeper and pivot, one against one, and when I nem kell segíteni semmi, and we need in the second match in the Győr, we must play so much better. So much better. One more time, congratulations from Magdeburg. He is a better team of Tatabánya. It's a good school for us. Any? Ja, vielleicht kurz zur Übersetzung. Wir haben viel Respekt gehabt von SC Magdeburg. Hatten vor allen Dingen mit 2 Spielern, die gut waren beim SCM, mit dem Kreisläufer und mit dem Torhüter, so Probleme. Und wenn aber in Jordan im Rückspiel, im zweiten Match, dann, wenn wir dort spielen, sich auf alle Fälle besser aufstellen, da präsentieren. Ja, vielleicht auch nur vom anwesenden Spieler kurz. Wie fandst du vom Miloš Pozovic ist da? What's your was sind deine Eindrücke vom Spiel? What's your impressions from the game? Well, this is for us something new. We came here to fight, play one good game, and we had some stupid technical mistakes, some missed shoots. One on one with the goalkeeper. So when you look at all, we didn't play bad, but some stupid mistakes cost us to come a little bit closer to the Magdeburg. Anyway, congratulations to them. They played a very good game, and we hope that we will play better in at our home next game. Okay, thank you, Miloš. Also sie hatten zu viele technische Fehler gemacht im Spiel und das hat ihnen ein bisschen das Genick gebrochen. Deswegen sind sie auch in zu viele Tore zurückgefallen und sie wollen auch eben halt im Rückspiel alles besser machen. Ja, Bennett, was ist dein Eindruck vom Spiel? Wie siehst du das heute? Hey, guten Abend. Vielen Dank für die Glückwünsche. Erstmal sind wir froh, dieses Spiel gewonnen zu haben. Wir haben uns jetzt weiter eine gute Ausgangslage in dieser Gruppe verschafft, haben aber auch heute wieder festgestellt, dass wir doch eine starke, ausgeglichene Gruppe haben. Wenn man die Ergebnisse jetzt der beiden Spieltage reflektiert, kann man das einfach so darstellen, dass es wirklich eine ausgeglichene Gruppe ist. Ja, vielleicht mit leichten Favoriten, aber dafür kann man uns nichts kaufen. Jede Mannschaft muss jeden Spieltag ihr Bestes geben, um erfolgreich zu sein. Ich bin heute vor allen Dingen zufrieden, wie wir in dieses Spiel gestartet sind. Wir haben uns wirklich viel vorgenommen und man hat gesehen, dass wir ab der ersten Minute an da waren. Tatabánya muss relativ früh eine Auszeit nehmen, um neu zu ordnen, vielleicht auch um ein bisschen zu wecken. Ich glaube schon, dass mein Kollege dann das Angesprochene von seinen Spielern gefordert hat, weniger Respekt vielleicht zu zeigen meiner Mannschaft gegenüber, was ihnen dann auch nach und nach besser gelungen ist und sie besser ins Spiel gekommen sind. Ja, ich
musste, natürlich hat die Volksstimme mich gerade gefragt, muss man dieses Spiel nicht höher gewinnen? Ja, man kann. Ob man das muss, weiß ich nicht. Wir können definitiv dieses Spiel höher gewinnen. Trotzdem bin ich weit davon entfernt und jeder weiß, wie kritisch ich gegenüber unserer eigenen Leistung immer bin, das schlecht zu reden. Man muss es auch erstmal mit 5 Toren gewinnen. Ich habe zum Schluss nochmal 2 ordentliche Auszeiten genommen, wo ich meiner Mannschaft auch klipp und klar gesagt habe, was ich von einigen Fehlern halte. Aber auch wir lernen aus unseren Fehlern und suchen uns peu zu peu weiterzuentwickeln. Und wir sind auch noch lange nicht am Ende unserer Leistungsfähigkeit. Dazu brauchen wir jedes Spiel, jedes Training. Vor allen Dingen vollen Einsatz. Deswegen auch von mir Glückwunsch an mein Team. 30-25, 3-1 Punkte in dieser Gruppenphase. Nichts ist passiert, wir müssen weiterarbeiten, wir haben noch nichts gewonnen. Wir kämpfen einfach weiter an unserem Ziel und unser Ziel heißt das Final Four in Göppingen, das kann man so klar formulieren. Dankeschön. Dankeschön, Bennett Wiegert, für diese Worte. Ja, und vom Spieler, als Spieler des SC Magdeburg heute Marco Besjak hier zur Pressekonferenz. Marco, du hast kurz gespielt in der ersten Halbzeit, interessante Tore gemacht, einmal quer übers Feld. Wie ist sonst so dein Eindruck heute gewesen? Was hast du mitgenommen aus diesem Spiel? Ja, ich denke, dass wir haben gut angefangen mit Spiel und erste Halbzeit war alles gut gelaufen. Wir waren mit 4 Tore vorne. Dann zweite Halbzeit auch, ich denke, bis so 45., 48. Minute war alles okay. Ja, wir waren dann schon mit 8, ich denke, 7 Tore nach vorne und danach wir haben ein bisschen Konzentration hat gefallen am Ende, ein bisschen technische Fehler gemacht, wir haben auch ein paar diese 100% Chancen nicht in Tor bringen und deshalb am Ende 5 Tore, ich denke, ist wichtig für uns, dass wir haben heute gewinnen und ja, ich denke, das war ein gutes Spiel von uns und Tatabania. War so kämpferisch und ich denke auch fair Spiel und ja, ich muss sagen, dass ich erwarte in Tatabania dann ein richtig hartes Spiel. Danke. Dankeschön, Marco. Ja, jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Verantwortlichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht der Fall, dann habe ich vielleicht noch das andere Resultat vom Spiel und zwar von Tel Aviv gegen Kopenhagen. Das fand ja schon am gestrigen Nachmittag statt und zwar 25-31. So, das ist also 2 Spieltage sind jetzt rum. Ja, Bennett, wie geht es aus? Jetzt habt ihr eine Woche ein bisschen Ruhe mal und dann geht's Schlag auf Schlag weiter, Samstag, Mittwoch. Ja, ich freue mich richtig auf die Woche. Wir haben eine schöne Trainingswoche. Wir können endlich mal wieder trainieren, nicht nur regenerieren oder uns so halb theoretisch auf Gegner vorzubereiten. Da habe ich Lust drauf. Ich glaube, die Jungs brauchen das auch mal wieder. Nicht bloß 1,5 Stunden Taktik plus Video zu machen, sondern 2-mal am Tag ordentlich zu trainieren. Ich freue mich zumindest drauf und wir können uns dann, haben uns ein bisschen Zeit, um uns in dieser Woche auch auf einen wirklich interessantes und wichtiges und auch schweres Spiel vorzubereiten. Wir sind dann Samstag wieder in Wetzlar dran. Gut, danke Bennett. Ja, vielleicht noch die Resultate aus der Bundesliga, die am heutigen Tag stattgefunden hat. THW Kiel schlägt Wetzlar mit 34-25, Minden gewinnt gegen Leipzig 28-23 und Stuttgart unterliegt Erlangen 24-27. Über diese Resultate noch, dann danke ich recht herzlich, wünsche unseren Gästen eine angenehme Heimreise nach Ungarn, nach Tatabánya. Und wir sehen uns dann wieder am 1. März hier in der GTEC Arena beim Heimspiel gegen den THW Kiel. Recht herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, Wiedersehen. Thank you very much.